Sky Gamblers Air Supremacy. Action- und Flugsimulator bietet Sky Gambler, das den Spieler an den Steuerknüppel eines F-14 Kampfjets setzt. Beeindruckend ist die Grafik des anspruchsvollen 3D-Spiels, das auch auf einer Konsole wie der PlayStation laufen könnte. Später sind bis zu 40 Jet-Konfigurationen möglich. Dazu muss man aber erst einige Level bewältigen. Englischsprachige Tutorials führen durch die Grundlagen der Bedienung. Nach der Steuerung sollte man auch Start und Landung üben. Landschaften und Flugzeuge sind optisch gut gelungen. Das Spiel ist aber alles andere als ein Flugsimulator. Eigentliches Ziel der Übung ist der Dogfight, der Luftkampf gegen computergenerierte oder echte Gegner. Wählen kann man bei der Steuerung zwischen festen Tasten oder der Tilt-Shift-Steuerung durch die Bewegung des iPad. Neben Singleplayer-Missionen ist ein Multiplayer-Modus mit Kämpfen gegen menschliche Gegner per Netzwerk möglich. Tipp: Damit das Spiel auch für Einsteiger tauglich ist, gibt es eine Art Amateur-Modus. Statt sich erst mit der Steuerung anzufreunden, kann man einen Autopilot aktivieren und sofort losfliegen. Überzeugend ist die Grafik vor allem auf neueren iPhones und dem iPad. Als gewaltfrei kann man das Spiel aber nicht gerade bezeichnen.